Große Erfahrungen habe ich jetzt nicht. Das geht mehr auf die Kindheit zurück. Da war das ganz toll, als mich meine Eltern oder auch die Großeltern mit in den Garten genommen haben. Vor allem auch der Großvater. Wir hatten da auch so eine Parzelle in so einem Gemeindegarten. Da hat er mich aufs Rad hinten drauf gepackt und dann ging es los. Und das war eine ganz tolle, also das hat sich richtig im Gedächtnis eingebrannt. Mein Opa, der hat schon immer bei uns den Garten gemacht und wir hatten immer einige Quadratmeter vorm Haus und der hat eigentlich so Kartoffeln und Rüben und Erdbeeren, hat er schon immer angebaut und wir hatten viele Apfelbäume und ja, da habe ich schon als Kind immer mitgeholfen. Ich hatte zwar keine Lust drauf, aber man kriegt viel mit einfach so. Wie schaut ein gesunder Apfelbaum aus? Wie ist das mit den Kartoffelkäfern zusammenlesen? In Kolumbien hatte ich schon ein paar Versuche gemacht, nicht mit Garten, sondern nur so Erbsen oder sowas eingesetzt. Aber alle Pflanzen sind kaputt gegangen, bevor sie die 15 cm erreicht haben. Letztes Jahr im Frühjahr gab es ein Transition-Plenum zum Thema eben Gärtnerflächen. Und da bin ich eben damals hingegangen und war dann halt mit in dieser Gruppe, die gesagt haben, wir müssen irgendwas machen. Und dann ging das ja über den Sommer und wir haben uns immer wieder getroffen. Aber irgendwie ist nicht so richtig was passiert, bis wir halt dann dieses Feld von dem Neubauer bekommen haben. Genau. Und damit fing das ja erst alles an. Mein Name ist Wilhelm Schubert, ich wohne seit 1979 in Bamberg und habe Gartenbau studiert in Weihenstephan. Kam dann eben 1979 nach Bamberg an die damalige Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und habe dort als Ingenieur gearbeitet. Vor etwa 20 Jahren habe ich dann die Leitung übernommen und habe dann auch 2000 umgestellt auf ökologischen Landbau und war jetzt bis heuer im Frühjahr dort tätig und bin jetzt seit Februar im Ruhestand und habe mir eine neue Arbeit gesucht und bin auf diese Transition-Gruppe gestoßen. Also die Transition-Gruppe wollte einen Selbsterntegarten aufziehen. Das Problem war, sie brauchten einen Gärtner dazu und jemanden, der ein bisschen Ahnung hat. Und da kamen sie auf mich. Ich kenne die Gärtner ganz gut und dann habe ich einen gefunden, einen Neubauer. Ein sehr guter Gärtner mit seinem Sohn und die haben sich bereit erklärt, dass sie mitmachen. So, ne? Schaut her. Zeigt euch jetzt immer aus. Schaut her. All die da sind, die es jetzt begreifen wollen. So und halten. So mit den Fingern rein. Umdrehen, draufklopfen, an mich nachdrücken. Dann geht es wunderbar raus. Schau. Siehst du es? Ja. Und dann so in den Boden setzen. Nicht so. So. Naja, es ist so, ich bin 1964, kam ich aus der Schule. Ich bin damals mit 14 Jahren in den Beruf eingestiegen. Und ich bin bis heute 53 Jahre in der Gärtnerei tätig. Mein Opa hat Gärtnerei gemacht, meine Eltern haben Gärtnerei gemacht. Und mein Vater hat damals gesagt, wenn du keinen Gärtner möchtest, dann können wir gleich aufhören. Dann habe ich gesagt, gut, dann steige ich in die Gärtnerei ein. Ich musste frühzeitig den Betrieb übernehmen. Mein Vater wurde dann krank. Ich mit 24 Jahren war ich allein. Habe den Betrieb weitergeführt mit meiner Mutter damals. Ich habe dann geheiratet, eine Frau, die kam aus einer Gärtnerei, das war mein großes Glück. Und wir haben die Gärtnerei so weit entwickeln können, dass unsere Kinder auch diesen Beruf gelernt haben. Die haben gesehen, das ist ein schöner Beruf, das ist ein grüner Beruf.
Meine Tochter wollte das schon immer, mein Sohn dann auch. So ist die ganze Familie in einem Berufszweig tätig. Frohes Schaffen beim Pflanzen. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Am Anfang war das halt einfach ein ganz normaler Acker und es war nichts drauf. Und dann haben wir halt mit Hilfe von dem Gärtner halt, der hat dann erst die Reihen hier angesät, schon mal vorgesät. Ein paar Sachen haben wir dann selbst gepflanzt, wie zum Beispiel die Kartoffeln haben wir selbst gemacht, so Petersilie, Koriander, Mangold. Ja, und dann ist das gewachsen so. Das ist das Projekt Selbsterntegärten, dass der Gärtner den Anfang macht. Das ist leichter für Leute, die neu dabei sind, die wenig Ahnung vom Gartenbau haben. Und dann später, wenn das abgeerntet ist, übernehmen die Pflege und pflanzen weiter nach. Das ganze Projekt dauert bis Kulturende, es ist Ende Oktober oder Anfang November. Dann wird das Feld an den Gärtner zurückgegeben. Der bricht es wieder um und im nächsten Jahr geht es wieder weiter, von vorne los. Das war eigentlich ein Konzept, was uns auch inspiriert hat, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist was Neues. Die Leute wollen ein wenig ein Gärtner, die wollen ein wenig was machen. Wir haben uns auch zusammengesetzt, mein Sohn, mein Georg, der Willi und ich. Wir haben uns zusammengesetzt, da haben wir am Tisch bei mir im Glashäusler haben wir gesessen und haben da beraten, wie wir das denn angehen, wie wir das denn machen können. Und da wollten wir halt ein wenig unterstützen. Wir wollten ökologisch düngen, das heißt organisch. Und zwar Dünger aus der Region. Wir haben dann uns auf Wolle geeinigt, also Wolldünger. Die Schafswolle, die haben momentan halt diese Absatzprobleme, dass niemand will mit Schafswolle-Pullis rumrennen. Ist halt momentan nicht in. Und deswegen ist es jetzt eine alternative Verwendung von der Schafswolle anstatt Hornspänen praktisch. Ne? Und ich meine, man muss ja auch das Tier nicht töten, nur wenn man es von seinem Fell befreit. Man hat auch während der Kultivierungszeit keine Spritzmittel oder keine Insektizide oder giftige Mittel verwendet oder eingesetzt. Die Leute hier produzieren ihr Pflänzler, produzieren ihren Salat, ihr paar Köpfler Salat, ihr paar Radiesler, ihre Tomaten. Alles ohne Chemie und das ist halt das Gute. Das wollen die Leute, die freuen sich. Das kann auch. Welche sind da jetzt die Paprika oder draußen? Paprika sind die vier. Da nimmst du einfach von jedem, weil es sind vier verschiedene. Aha. Einfach von da immer eins nehmen. Wenn man so Pflanzen anzählt oder pflanzt, da muss man erst mal wissen, wie groß die werden natürlich, weil die sind ja alle erst mal klein. Wenn man sie pflanzt, eine Zucchini braucht natürlich einen anderen Platz als meinetwegen ein Kohlrabi. Das muss man wissen vorher. Das ist entscheidend, dass man die richtige Standweite hat, damit ich gut entwickeln kann. Hier ist für mich der Vorteil, dass man natürlich professionelle Anleitung hat, auch professionelle Hilfe dabei hat und auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen hier irgendwie sich austauschen kann und sich auch mal gegenseitig helfen kann. Wenn ich hier einfach 3 Wochen im Urlaub bin, dann sagt man irgendwelchen Nachbarn, hey, wollt ihr bei uns ernten oder euch ein bisschen kümmern? Das ist, finde ich, ein super Vorteil im Vergleich zu dem, wie man es zu Hause in seinem eigenen Garten macht.
Dadurch, dass wir alle die gleichen Kulturen zum Beispiel am Anfang haben, ist es so für den Lernprozess super gut zu sehen, wer macht was, wo gedeiht das Gemüse und wo nicht, welcher Standort wurde verwendet, wie sind die Sachen angehängt. Von daher ist der Lerneffekt schon enorm, wenn man da immer vergleichen kann. Eine wunderbare Anlage, da kann jeder reinschauen, da kann jeder durchlaufen und wir haben hier ein wunderbares Feld. Muss ich echt sagen. Prima, ja, könnt ihr ruhig klatschen. Also es ist total schön, wenn jeder wirklich weiß, ich bin Teil davon. So. Und ohne mich würde das vielleicht jetzt auch nicht so funktionieren, wie es tut. Und dass jeder sich verantwortlich fühlt. Und ich glaube, dass immer, wenn man sich für was verantwortlich fühlt, man es auch immer besser macht. Wir hatten ja dann im Herbst, wussten wir, was das fällt, dann haben sich verschiedene Untergruppen gebildet und ich war halt dann mit in der Gruppe Praktisches eben. Wir sollten uns um halt die Geräte kümmern, dass die angeschafft werden und eben auch um eine Unterstellmöglichkeit so für die Geräte. Und haben gedacht, es wäre eigentlich sehr schön, wenn man einen Bauwagen hätte. Erstens, Bauwagen total atmosphärisch, ist einfach cool. So. Zweitens, du kannst ihn wegfahren, das heißt, wir konnten ja von Anfang an nicht davon ausgehen, dass wir jetzt hier für immer sind. So. Das heißt, wir können ihn einfach woanders hinfahren und man kann sich, also er ist groß genug, man kann sich auch mal reinsetzen und der bietet einfach viel Raum. Der ist wunderschön, er ist super idyllisch, finde ich. Den haben auch zwei Gruppen von uns, die sich eben dazu zusammengefunden haben, restauriert. Der war sicherlich in einem eher jämmerlichen Zustand zu Beginn, als wir den bekommen haben. Dann haben wir uns halt einen Plan gemacht, wie lange brauchen wir dafür, haben verschiedene Stufen eingeteilt. Also erst müssen wir das Ding entkernen, dann müssen wir es ausmessen, dann müssen wir Material beschaffen, dann müssen wir das Material zuschneiden, dann müssen wir das alles montieren und einbauen, dann müssen wir es lackieren. So, wir hatten diese einzelnen Stufen, wir haben uns einen Zeitplan gemacht. Haben dann über einen Glücksfall über den Flugsportflugverein in der Breitenau einen Stellplatz bekommen. Also da war so ein alter Hangar, der wurde nicht mehr gebraucht, der wird jetzt irgendwie verkauft, keine Ahnung. Da konnten wir den reinstellen. Ja, und dann haben wir das einmal rübergefahren. Und man denkt ja, das ist so ein riesenschweres Ding, aber wenn man den gut ausbalanciert, kann man den eigentlich ganz gut ziehen und schieben. Okay, und wieder rechts, 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 rechts. Weiter, weiter, weiter. Gut, weiter. Super. Fahrt gut links jetzt. Geradeaus. Durch den Posten. Kommen wir da durch? Na klar. Hey. Okay, okay, ja, geht wieder. Gut. Aber da kommen wir nicht drunter durch, unter dem da vorne, ne? Also mir hat das super Spaß gemacht. Gerade, dass wir dann über diese Bundesstraße da drüber sind. Und Hartmut hatte sich irgendwie am Tag davor noch bei den letzten Handgriffen so, hat er sich noch den Finger verletzt, ganz schlimm. Und stand dann halt mit einem bandagierten Arm irgendwie auf der Bundesstraße und hat den Verkehr geregelt, dass wir da irgendwie durchkommen. Ja, das war cool.
Es gibt unter den Insekten sehr viele, die sehr nützlich sind. Das sind sogenannte Räuber, räuberische Arten. Da können die Marienkäfer dazu, die Schwebfliegen, die Flohfliegen. Und die fördern wir, indem wir hier auf dem Acker Blütenpflanzen angebaut haben. Also ein Beet war nur dazu da, damit eben nützliche Insekten eine Nahrung finden. Die brauchen Nektar. Und dann die Larven von diesen nützlichen Insekten, die leben wieder von anderen schädlichen Insekten, zum Beispiel Florfliegenblattläuse, Marienkäferblattläuse. Das ist ein bewährtes Mittel im Bioanbau. Hier werden ja keine Insektizide gespritzt. Diese Blühstreifen, die dienen nicht nur den nützlichen Insekten als Nahrung, sondern auch natürlich den Bienen als Nahrung. Und es hat sich ja angeboten, wenn wir schon so viele Blüten hier haben, dass man eben auch ein Bienenvolk hier ansiedelt. Ich habe schon eine Kartoffel. Mhm. Kannst du den Sack mal nehmen? Ich stelle ihn halt da an die Seite. Guck mal, da ist eine kleine Babykartoffel. Guck mal, die muss noch wachsen. Ich glaube, dass es vor allem für junge Leute und für jugendliche Kinder richtig wichtig ist, mit in Berührung zu kommen. Also in Berührung mit Erde zu kommen, in Berührung mit Pflanzen zu kommen, in Berührung damit zu kommen, wie lange dauert es, bis ich eine Tomate ernte. Was passiert davor? Wie oft muss ich diese Tomate gießen? Wie oft muss ich hacken, bis ich das dann wirklich irgendwie auf meinem Brötchen essen kann? Ja. Und dann gibt's Diskussionen. Papa, ich will lachen. So haben wir es das letzte Mal auch gemacht mit dem Essen retten und dem Hund. Das ist jetzt das Thema. Wenn ich mich damit selber persönlich befasse, dann tritt auch automatisch eine Wertschätzung ein. Ein ganz anderer Bezug zu meinen Pflanzen und Tieren, die mir meine Nahrungsmittel produzieren. In diesem direkten Kontakt geht es viel leichter und nachhaltiger, als wenn mir das jemand erzählt oder wenn ich mir das versuche, aus einem Lehrbuch anzueignen. Die Kinder wieder einen Zugang finden, wie es früher alltäglich war. Also die älteren Leute werden das ja noch wissen, die hatten alle ihren kleinen Garten, wo sie sich selbst versorgt haben. Wenn das wieder etwas Platz findet in der Gesellschaft und auch die Wertschätzung allgemein vom Gemüse dann zunimmt, dann haben wir schon einiges gewonnen. Ich glaube, dass es essentiell ist für unsere gesamte Gesellschaft eigentlich, dass man Lebensmittel nicht als Ware bezeichnet. So. Weil Ware heißt immer Handel und Handel hat immer viel mit Geld zu tun. Und dann geht man ganz, ganz weit weg davon, was es eigentlich ist. Ich meine, was ist schon eine Ware? Eine Ware ist immer knapp, sonst erzielt sie keinen Preis. Aber wenn ich es richtig mache, dann gibt die Natur genug her. Das ist nicht knapp. Wenn ich von Lebensmitteln spreche, dann muss ich auch meine Umwelt mitsehen, wie die erzeugt werden. Es ist ja nicht nur mein Leben, sondern es ist ein anderes Leben, hängt ja auch mit dran. Die Grundlage vom ganzen Gartenbau und vom ganzen Leben für den Menschen ist ja unsere Erde. Und die Erde müssen wir pflegen und erhalten und gut versorgen und auch vorsichtig mit ihr umgehen. Weil wenn wir unsere Erde kaputt machen, dann haben wir ja kein Lebensmittel mehr. Die Leute laufen durch den Supermarkt und nehmen das Zeug aus dem Regal raus. Lebensmittel. Ich gehe rein, hol mir ein wenig Lebensmittel. Die Tatsache ist aber das, dass man sagt, wenn ich keinen Anbau habe, wenn ich denn irgendwo eine Fläche habe, eine Erde, wo ich das angebaut habe, Tee, Kaffee, Reis oder bei uns jetzt Gemüse oder die ganzen Obstsorten, wo wachsen sie denn auf der Erde? Es geht nichts ohne Erde. Der Metzger hätte zum Beispiel kein Fleisch, wenn es keine Landwirtschaft gäbe.
Die Landwirtschaft muss es geben. Wir brauchen die Erde, wir brauchen die grünen Flächen für die Kühe. Die Kühe sind auf der Weide, auf der Landwirtschaft. Davor gibt es Fleisch, davor gibt es Milch. Ja, ja. Kein Bäcker könnte ja Brot backen, wenn es die Landwirtschaft nicht gäbe. Wo kommt das Mehl her? Mehl, erst muss er an einen Korn anbauen oder Weizen oder an Roggen oder irgendwas, damit man Brot backen kann. Es ist immer die Landwirtschaft, wo wird gebraucht. Und auch bei uns in der Gärtnerei ist es so und auch hier im Selbstständigen. Die Erde ist das Wichtigste des Ganzen. Ich weiß, dass ich jetzt schon das anders wahrnehme, wenn ich auf den Markt gehe oder wie jetzt hier bei den Bamberger Gärtnern, die ja auch ihre kleinen Hofläden haben, wo man auch weiß, da steht jetzt auch keine Großindustrie so unbedingt dahinter. Und wenn ich weiß, dass die Dinge da einfach auch teurer sein müssen, als wenn ich in die Norma gehe, das finde ich dann sehr normal und auch sehr unterstützenswert. Also man fängt schon an, die Arbeit der Leute, die dafür sorgen, dass wir da auch knackige, frische Lebensmittel haben, schon ein bisschen anders wertzuschätzen. Wenn ich hier eben selber werkel und selber mitbekomme, wie viel Zeit und Kraft und auch Geld, das muss ja auch Saatgut, Pflanzen und so weiter, das muss ja auch gekauft werden, was alles investiert werden muss, dann kann ich das auch entsprechend wertschätzen und dann bin ich auch bereit, dafür mehr zu bezahlen. Und dann weiß ich auch, dass die Gärtner nicht gerecht entlohnt werden. Ja. Eigentlich ist jeder Abend oder jeder Tag schön, den ich hier bin. Das ist ja das Erfreuliche, ne? Das ist irgendwie so offenbar teilweise mal völlig mit knapper Zeit und vielleicht völlig erschöpft gerade von einem Arbeitstag, wie auch immer, denkt, oh, jetzt muss ich aufs Beet fahren, jetzt muss ich dringend noch mal was ernten. Eigentlich bin ich zu kaputt, aber ist egal, ach, dann fahre ich jetzt trotzdem kurz hin und dann bin ich irgendwie hier und dann bin ich doch wieder 3 Stunden dabei, irgendwas zu machen und zu jäten, weil da ist noch was zu tun und da ist noch was zu tun und ich fahre hinterher völlig entspannt und völlig glücklich nach Hause. Ich glaube, dass es einem eine Qualität bietet, die ich davor so noch nicht hatte. Also ich bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich mir nicht vorstellen kann, keinen Garten mehr zu haben. So, also es war für mich echt unglaublich, gerade die Erntezeit. Also es ist so, das ist so ein Reichtum, der einem da entgegengebracht wird von Pflanzen irgendwie, habe ich so noch nicht erlebt. So, und dass man so belohnt wird für diese Arbeit, die man tut, in so einer ganz, ganz direkten Weise. Thank you.
Welche sind wirklich meine Bedürfnisse? Was brauche ich wirklich? Und wenn man sieht, es ist nicht viel, mit einem kleinen Stück und ein paar Stunden pro Woche. Ich habe 4 Monate lang kein Gemüse gekauft, zum Beispiel. Mit ein paar Stunden Arbeit. Ich glaube, klar, wir werden auch viel bewusster. Das ist es. Und bewusste Menschen verändern die Welt, ja.